Während der klassische Golf in heimischen Zulassungsstatistiken stets die Nase vorn hat, fristet bisher die Kombi-Variante ein Mauerblümchen-Dasein. Das soll sich nun im Kombiland Österreich, wo diese Karosserieform immer beliebter wird, mit dem neuen Golf-Variant gravierend ändern. Die Resonanz nach Vorstellung auf der IAA in Frankfurt ist im Handel bereits spürbar. Der neue Golf-Variant kommt Gott sei Dank sehr gut bei uns an. Der Golf-Variant merkt man schon, dass er, bevor er überhaupt in den Schauräumen war, gut verkauft worden ist. Und wir bieten jetzt schon eigentlich auch unmittelbar kurz nach der Markteinführung einen Allradantrieb. Wir bieten das Auto mit Automatikgetriebe an. Wir bieten das Auto vom Diesel bis zum Benzinmotor an. Das heißt, wir haben ein großes Portfolio, was der Kunde jetzt schon kaufen kann und das gehört auch probiert. Und dass man das richtige Auto findet, haben wir da diese Abhilfe und zwar im Internet auf www.probefahrt24.at. Da kann man eingeben, was man für ein Auto gerne probefahren will, welche Motorisierung, welcher Antrieb und findet dann in seinen Umkreis den passenden Wagen. Das ist in der heutigen Zeit ganz einfach zu bewerkstelligen. Beispielsweise am Smartphone füllt man das Mail aus und sendet es einfach ab. Wie gestalten sich dann die weiteren Schritte? Ja, wir schauen natürlich, dass wir den Kontakt so rasch wie möglich verarbeiten. Das heißt, dass wir den Kunden binnen ein paar Stunden anrufen und dann natürlich auch schauen, dass die Probefahrt so schnell wie möglich realisiert werden kann. Es kommt darauf an, wann das Auto greifbar ist, aber wir schauen, dass wir innerhalb von einem Tag dem Kunden das Auto zur Verfügung stellen. Wenn der Händler anruft, steht einem ersten Kennenlernen mit dem jeweiligen Wunschauto nichts mehr im Wege. Im Betrieb angekommen gibt es weitere Infos, ehe die notwendigen Formalitäten erledigt sind. Nun kann das Wunschauto erstmals in Augenschein genommen werden. Noch kurze Instruktionen und die Probefahrt kann beginnen. In unserem Fall wird die Fahrerin im Innenraum mit der typisch sachlichen Golflandschaft empfangen, was kein Nachteil ist. Klar gekennzeichnete und gut ablesbare Instrumente gehören zum Standard, wie die tadellose Verarbeitung. Der Wolfburger lässt sich dank feinfühliger Lenkung leicht dirigieren und das Fahrwerk tut sein Übriges, um Kurven sicher zu umrunden. Die Variante mit dem Doppelkupplungsgetriebe DSG kommt Damen besonders entgegen. Schaltvorgänge gehen ruckfrei vonstatten, was zum entspannten Fahren beiträgt. Mit einer Ladekapazität von 605 Litern ohne umgelegter Rückbank bzw. 1620 Litern maximal zeigt der neue Golf-Variant, dass er in der Kombiklasse absolut mithalten kann. Außerdem gibt es den Variant mit dem 4-Motion-Antrieb, der speziell im Gelände und im Winter seine Stärken entsprechend ausspielen kann. Wenn nun eine Probefahrt die Kaufentscheidung gefestigt hat, gibt es für Schnellentschlossene sogar besondere Angebote. Wir bei VW bieten im Oktober nur ein riesiges Aktionsfeuerwerk an. Das beginnt bei der VW Umweltprämie, wo wir Fahrzeuge eintauschen. Das geht hin bis zum 4-Motion-Bonus, das heißt, wo der Kunde den VW Allradantrieb zum Preis von 4 Winterrädern bekommen kann. Das Ganze geht noch bis Kauf Ende Oktober. Und wir haben ein riesengroßes Lager, wo für Schnellentschlossene noch Fahrzeuge warten, denn der Winter steht vor der Tür.